herzlich willkommen zur Verleihung des Meyer-Gallo-Preises für Wirtschaftschemie 2014 hier bei Merck in Darmstadt. Zunächst möchte ich unserem Unternehmen Merck dafür danken, dass die GDCH heute hier zu Gast sein darf und die Preisträger, Herrn Dr. Heckmeier, Herrn Dr. Maisch, Herrn Dr. Hirschmann und Herrn Dr. Lee würdigen. Sehr geehrter Herr Professor Meyer-Gallo, sehr geehrte Frau Meyer-Gallo, Herr Dr. Klei, Herr Gallinat, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich möchte Sie alle sehr herzlich im Namen von Merck hier zu unserer Feierstunde begrüßen. Sehr geehrter Herr Meyer-Gallo, ich finde das, wie das draußen schon gesagt, ich finde das toll, was Sie machen. Ich finde das toll, wie Sie sich für das Allgemeinwohl, für unser Land in dieser Form engagieren. Die bei der Gesellschaft Deutscher Chemiker angesiedelte Meyer-Gallo-Stiftung verleiht den Meyer-Gallo-Preis für Wirtschaftschemie im Rahmen einer Feierstunde bei Merck, Herrn Dr. Michael Heckmeier. Meinen herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. Herr Hirschmann, meinen herzlichen Glückwunsch. Herr Lee, meinen herzlichen Glückwunsch. Lieber Roman, herzlichen Glückwunsch. Ich kann hier für die Preisträger und das ganze Team voller Stolz sagen, da haben wir einen großen Schritt in die richtige Richtung gemacht. Und das wird hier und heute mit dem Meyer-Gallo-Preis honoriert. Vielen Dank dafür. Ich möchte ex cathedra natürlich erstmal zuallererst den vier Preisträgern, Herr Heckmeier, Herr Hirschmann, Herr Maisch und Herr Lee, ganz herzlich gratulieren. Und je mehr ich mich mit der ganzen Thematik beschäftige, umso mehr muss ich sagen, die vier haben es verdient und auch Merck hat es verdient. Ich freue mich, dass Sie alle so zahlreich hier erschienen sind und dass Sie meiner Frau zuliebe Mozart spielen, die nämlich auch auf dem Cello Mozart spielt. Das haben Sie nicht gewusst, aber es ist ein Volltreffer. Vielen Dank.